Acker unterwegs. Jetzt im Herbst. Der Acker ist leer, nichts mehr angebaut. Und mal sehen, was hier so liegt. Ist auf jeden Fall perfektes Wetter, blauer Himmel. Und bin sehr gespannt, was wir hier finden. 10 Minuten sind vergangen. Ich habe ungefähr 10 Signale gegraben und jetzt habe ich hier die erste Münze. Ein bisschen mehr kann man jetzt erkennen. Aber ich werde die dann zu Hause mit Wasser sauber machen und dann am Ende des Videos in der Fundzusammenfassung könnt ihr die euch angucken. Was ist das? Weiß nicht. Schön. Wunderschön. Ich hab wieder was. Ein Knopf. Hier eine Menge Störgeräusche in die ganzen Stromleitungen hier. Wieder irgend so ein geschmolzenes Stück Metall. Da habe ich jetzt schon mehrere von hier von. Nichts Besonderes. Schon. Hülse. Wieder mal. Fettes Geschoss. DM 13. Ziemlich signalleerer Acker. Ein Tubendeckel. Da steht drauf 4711. 4711? Ja. Kölnisch Wasser ist das. Echt? Kölnisch Wasser, 4711. Das ist ja ekelhaft. Ein Löffel. Löffel? Ja. Nee. Hier kommt der Löffelstiel. Und das Oberteil vom Löffel? Könnte natürlich auch doch was anderes sein. Das ist voll leicht. Auf jeden Fall ist es vergoldet. Mit Farbe. Oder echten Gold. Habe ich wieder was? Eine Bleiplombe, oder wie es heißt. Aber meine größere.
einfach mal neben den Acker auf so eine Wiese gegangen und hatte hier gerade so ein Riesensignal. Irgendwas komisches, fettet habe ich hier rausgeholt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Eine Art Riesenstern. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. So, der Akku war alle. Aber ich habe in der Zwischenzeit noch zwei Funde gemacht. Einmal diesen schönen Knopf hier. Ich kann dort einen Vogel sehen. Könnte ein Adler sein. Eine Krone. Also vermutlich Kaiserreich. Und noch eine kleine Münze. Wo ist sie? Und zwar 360 einen Taler, soweit ich das erkennen kann. Und den Rest mache ich dann zu Hause sauber. Etwas Zeit vergangen, langsam dunkel, die Sonne ist schon fast weg und ich habe endlich irgendwas Cooles gefunden wieder. Mal sehen, ob wir was drauf erkennen können. Schön ist es auf jeden Fall. Die Funde sind schön, das Sondeln macht Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wieder ein Newton-Fund. Knopf. Einen großen. Oh, ein altdeutscher Buchstabe. Oder sowas. Ist aber auch ein Riesenknopf. Was mich jetzt am meisten mal freut, ist, dass hier neben noch ein Signal war. Also hier scheint gerade gut was zu liegen. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute mehrere Knöpfe gefunden habe. Der gleiche Leitwert. Da sehen wir es. Das muss es sein. Diese Ding da. Nee, das nicht. Also doch. Gut, das ist kein Knopf. Aber was ist das? Das sind die Reste von einem Taschenmesser wieder mal. Bitte? Du findest den Acker doof? Ja. Nur kein Spaß, wenn er dich gut. So weit höre ich ja ganz ungern. Okay. Wir finden den Acker doof. Die Funde sind scheiße, nur Knöpfe und Münzen. Ton. Tonscheiben. 18. Jahrtausend. Und welcher Leitwert? 39.
witzig. Darf ich mal rübergehen und dir sagen, was das ist? Gold. Wo ist es denn? Da! Und was ist es? Na, eine Silbermünze. Von der Dose. Der Sondeltag ist zu Ende. Vielleicht guckt ihr euch ja noch die Fundzusammenfassung an. Ansonsten, tschüss. Ein bisschen mehr Motivation bitte beim Sondeln. Ach, jetzt hat die noch ein Signal gemutet. Zum Ende, das war natürlich klar. Das müssen wir uns noch angucken. Aber ich glaube, das ist kein Koppelhaken. Wir haben auf dem Acker nicht sonderlich viel gefunden, aber trotzdem zeige ich euch jetzt schnell noch die Fundzusammenfassung. Ich zeige euch eben jetzt noch alle Funde, die wir zusammen dort gefunden haben. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Knopf an. Das müsste ein Beamtenknopf sein aus der Kaiserzeit, preußischer Beamtenknopf. An der Innenseite kann man erkennen, dass dort was geschrieben steht. Und zwar steht da extra fein. Den Knopf auch im Internet gefunden. Und da steht auch, dass es ein Beamtenknopf sein soll. Das gleiche steht in diesem Knopf hier drin. Und laut Internetrecherche ist das auch ein Beamtenknopf. Hof- und Staatsbeamte. Also hier sieht man es nochmal ganz schön extra fein. Steht drinne, schöner Knopf. Ein B ist drauf. Da glänzt da so ein bisschen Silber. Der wird wohl mal so eine silberne Farbe oder so gehabt haben oder versilbert. Naja, nur ein Knopf. Dann eine Bleiplombe, wo nichts mehr draufsteht. Doch, da kann man noch einen Buchstaben oder so erkennen, ein E oder was das ist. Naja. Und noch diese große Bleiplombe, wo noch was draufsteht. Man kann dort noch was erkennen, da steht Guano oder sowas. Hab da jetzt nicht recherchiert, was das sein könnte oder was da geschrieben steht. Dann noch ein Knopf. Da steht aber ja nicht mehr drin, der ist komplett blank. Dann die Münze, die ich gleich zum Anfang gefunden habe. Nach längerem Suchen im Internet habe ich nicht rausfinden können, was für eine Münze das ist. Wenn man mal genau guckt, sieht man hier, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Münze wie so einen Rand hat. Drinne und dass hier eine 3 ist und hier steht N, da ist ein T. Und man kann auch sehr gut auf der anderen Seite noch was erkennen, dass dort ein Muster ist. Gab es da mal in einem Forum gepostet, in einem Sonnengängerforum, und nach einer Weile war die dann bestimmt. Danke nochmal an denjenigen. Das sind 3 Zentimes. Blende euch mal eine Vergleichsmünze ein. So viel zu der Münze. Die ist auf jeden Fall komplett durch. Verbogen ist sie auch. Dann habe ich noch eine zweite Münze gefunden, ein kleines Exemplar. Hier kann man sehr schön sehen. 360 einen Taler.
Hier sieht man auch 1824, soweit ich das erkennen kann. Scheidemünze. Dann habe ich noch dieses riesige Objekt hier gefunden. Und das ist bis jetzt immer noch nicht bestimmt, was genau das sein könnte. Oder mal war. Man sieht hier an den Rändern, dass hier überall so eine Einbuchtungen sind. Gleichmäßig verteilt. Also im Forum wurde spekuliert, dass das wohl von einem Ausguss, also von einem größeren Waschausguss sein könnte. Vielleicht aus einer Waschküche oder sowas von früher. Oder von einem Ofen. Hier sieht man noch diesen Punkt da. Also das war auf jeden Fall irgendwo mal fixiert. Durch diese Stücken hier, diese Markierungen und diesen Punkt. Der eine hat auch geschrieben, dass das was vom Pferdegeschirr sein könnte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee dazu mal, was das sein könnte für ein lustiges Sternobjekt. Dann habe ich noch dieses Stück hier gefunden. Das ist vermutlich ein Beschlag von einem Tisch oder einem Schubfach oder einem Schrank, einer Tür oder auch im Forum dann bestimmt von jemandem, der sagte, dass hier dass durch dieses Loch halt hier mal der Griff quasi durch war und dann war das so am Schreibtisch dran oder am Schubfach. Ich blende dazu auch mal ein Bild ein. Sieht eigentlich plausibel aus. Weil das hier sieht aus, das ist die Innenseite und das ist die Außenseite und einfach nur mal so eine Zierde war das von einem Schrank oder von einer Schublade oder sowas. Dann hat die Anemone das hier gefunden und sieht so ein bisschen vergoldet aus. Ich dachte, dass das ein Löffel sein könnte oder ein Stück von einem Löffel, weil ja hier ist das abgebrochen, dass vielleicht dann hier so der Griff dran war. Vielleicht habt ihr ja auch dazu eine Idee, was das sein könnte. Dann hat sie noch diese Schlitzrose hier gefunden. Dieses ältere Objekt, was aussieht, als wäre es ein Stück Schnalle oder so. Vielleicht von einem Rucksack oder von einem Schuh. Eine Tasche, kann alles Mögliche sein. Könnte natürlich auch von einer Armbanduhr sein. Und diese Haken. Davon zwei Stück. Einer ist schon ein bisschen kaputt. Der hier ist aber noch ganz. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee auch, was das für Haken sein könnten. Das habe ich ja so noch nie gesehen. Könnte natürlich auch militärisch sein. Vielleicht aus der Preußenzeit. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Jackenanhänghaken. Es steht auf jeden Fall nichts drin. Also kein Stempel oder irgendeine Schrift oder sowas. Ja, wenn ihr wisst, was für Haken das sind, schreibt es in die Kommentare. Würden uns darüber sehr freuen. Dann hat die Anemone noch das hier gefunden. Das ist irgendwie ein, vermutlich, also ich vermute zumindest, dass es ein Stück vom Feuerzeug ist, weil es unten offen ist. Quasi wie so ein Deckel. Da oben steht auch eine Nummer drin. 7563. Dann noch zwei Kugeln. Was das jetzt für Kugeln sind, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Musketenkugeln. Könnten aber auch welche sein. Aber hier sieht man doch so, dass es hier wie abgeknibbelt wurde. Könnten schon Musketenkugeln sein. Und zu guter Letzt dieses Knubbel, irgend so ein rundet Metallobjekt,
vermutlich geschmolzen, das Metall. Einfach nur. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn euch irgendwas zu den Funden einfällt, die wir nicht bestimmen können, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Im nächsten Video sind wir wieder im Wald unterwegs. Allerdings haben wir vor, noch ein paar andere Felder und Acker hier anzugehen, jetzt wo die alle leer sind, bevor der Boden gefroren ist. Und mal sehen, was wir da noch so finden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl die Funde jetzt nicht so der Hammer waren. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war der Ton nicht der beste, wegen dem Wind. Mit der GoPro ist das immer so eine Sache mit dem Wind, weil da reicht der kleinste Windhauch aus, dass das gleich rauscht. Und das kleinste Rascheln und Rumwackeln sorgt für Störgeräusche, weil diese Schutzgehäuse einfach jede Kleinigkeit aufzeichnet, auch wenn man das einfach nur berührt oder so. Dementsprechend habe ich mir jetzt was bestellt, und zwar ein externes Mikrofon, neue Gehäuse, und ich werde da mal ein bisschen rumbasteln und in Zukunft die Soundqualität von den Videos ein bisschen verbessern. Das war also dann somit hier das letzte Mal, dass ich ein Video veröffentlicht habe, wo die Soundqualität so schlecht war, ich so stark den Sound verändern musste, damit es nicht ganz laut wird. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zu den Videos, dann schreibt es auch einfach in die Kommentare. Schreibt drin, was ihr euch wünscht. Was wollt ihr sehen in den Videos? Jemand hatte geschrieben, er möchte mehr von der Umgebung sehen. Das werde ich in Zukunft berücksichtigen. In meinen Videos ein bisschen mehr die Umgebung filmen, soweit es möglich ist, ohne den genauen Standort zu verraten. Danke, tschüss.